So, liebe Freunde, wieder ein kleines Update zum Gold Digger automatisierten Copy Trading. Wir sind im Moment gerade live in einem Trade und ich gehe mal wieder kurz über das ganze Portfolio drüber. Ihr seht, wir haben jetzt hier einen Trade. Ich gehe mal in die Detailansicht. Und dann hier auf die 15 Minuten Anzeige. Wir drehen jetzt hoffentlich gleich ins Plus und dann mal gucken, wie weiter hochläuft. Sobald wir im Plus sind, haben wir ja dann eine Absicherung, wo der Stopp nachgezogen wird. Hier sehen wir nochmal die ganze Historie von Beginn an. 5.000 auf dem Konto einbezahlt. Hier wird samstags immer die Performance Fee abgerechnet, das sind 35%. Und hier habe ich eine kleine Gewinnbeteiligung aus der Performance Fee, wo ich einen Partner geworben habe und von seinen Gewinnen etwas abbekomme. Fällt aber jetzt im Moment noch nicht ins Gewicht. Wir gehen mal kurz durch die Zahlen und nachher gucken wir noch mal rein, was der Trade macht. Vielleicht läuft er jetzt ja dann schön hoch ins Plus. Wir haben heute schon einen Trade. Ich gehe gerade mal noch kurz auf die Tagesübersicht. Heute haben wir schon einen Trade gehabt, der schön ins Plus gelaufen ist. Und jetzt gehen wir mal noch kurz auf die Excel-Tabelle. Wir sind jetzt hier ungefähr ja, 10, 20 Tage, 3 Wochen sind wir. 3 Wochen sind wir jetzt im Trading. Es gab mal jetzt die erste Woche, da ist 2 Tage nichts gelaufen, war etwas turbulent. Dann kann es auch mal sein, dass die Software gar nichts macht. Man sitzt da davor oder schaut immer mal wieder drauf und wird ungeduldig, aber nicht wie bei einem Mensch, der tradet und vielleicht dann, weil er ungeduldig wird, doch in den Markt reingeht, agiert das System einfach ohne Emotion, das ist ja das Spannende dabei. Wir haben jetzt im Moment eben noch einen Trade offen, aber ich habe jetzt einfach mal die Zahlen Status Quo gerade genommen. Wesentlich ist eigentlich hier, ich habe 5.000 einbezahlt, ich habe im Moment knapp 5.400 auf der Balance. Und da gibt es dann eben noch gewisse Gebühren und so weiter. Und das hing jetzt hier damit zusammen, weil der Trade noch offen gewesen ist, als ich die Zahlen genommen habe. Jetzt sind wir mittlerweile schon am Break-Even. Ja, noch nicht ganz. Aber es sieht im Moment gut aus, dass der jetzt dann ins Plus läuft. Und von daher schaut euch mal die Zahlen an. Wir haben jetzt quasi 3 Wochen, also wenn das so weitergeht, das sind wirklich die Netto Ergebnisse abzüglich der Performance Fee und so weiter. Also wenn wir da noch ein bisschen was hinkriegen, dass wir dann einen Monat komplett haben, dann sind wir, denke ich, bei 10% netto. Und wenn es werden nur so 7 bis 10 Trades in der Woche gemacht. Letzte Woche waren es meiner Meinung nach weniger, müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber insgesamt waren es, glaube ich, weniger als im Schnitt so erwartet wird oder angegeben wird. Und für das ist es eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Ich bin bei einem Trade bin ich manuell, habe ich den geschlossen, ganz am Anfang. Der ging dann noch doppelt so stark ins Plus. Ich habe dann gedacht, ja gut, da greife ich jetzt mal ein und sichere den Gewinn. Es hätte aber nie mehr in den Verlust gehen können und der Gewinn wäre noch weitergelaufen. Da habe ich am Ende jetzt schon hier 40, 30 oder 40 Euro verschenkt, weil ich da eingegriffen habe manuell. Sollte man also nicht tun. Man sollte auch auf dem Konto keine eigenen Trades setzen, also wirklich das komplett vom System managen lassen. Gehen wir mal hier noch in den Minutenchart und dann sehen wir, wir sind jetzt gerade an der Gewinnschwelle. Ja, wenn euch das Thema interessiert, der Broker, über den das gemacht wird, ist RoboForex. Ihr habt dort euer eigenes Konto, wo niemand drauf zugreifen kann. Ihr koppelt euch an dieses Masterkonto mit der
Strategie mit der automatisierten Gold, US-Dollar ist das Handelspaar und hängt euch einfach damit dran. Empfehlung ab 1000 Euro. Und ich habe unter dem Video setze ich meinen Link zu RoboForex. Auch noch einen Link mit einer Anleitung. Da könnt ihr euch dann euer Konto einrichten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, kommt auf mich zu. Jetzt könnte der Kurs mal einen schönen Sprung machen, dass wir dann ins Plus laufen und das Plus auch abgesichert wird. Ja, macht er jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Ihr seht, wir sind hier mittlerweile jetzt schon deutlich im Plus und dieses Plus wird wahrscheinlich niemals mehr aufgezehrt, weil der Trade bei 4% in einen Stop-Loss geht. Und wir haben bisher jetzt nur Plus-Trades gehabt, zeige ich euch mal. Interessanterweise sind die auch ins Minus gelaufen, die Trades, sind aber immer wieder alle ins Plus gelaufen und haben im Plus geschlossen. Also die Signale, die aus der Struktur oder aus dem Chartmuster generiert werden, sind schon sehr akkurat. Und ja, hier haben wir den ersten Trade gehabt. Eins, zwei, drei. Das war eine Woche, da haben wir drei Trades gehabt. Dann haben wir die nächste Woche nur zwei Trades. Ja, und jetzt sind wir im Moment eins, zwei, drei. Und wir haben jetzt gerade den vierten offen, den vierten Trade. So, dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr das Ganze selber einrichtet. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, kommt auf mich zu und dann wünsche ich euch viel Erfolg und schöne Gewinne, während ihr zuschaut oder die Maschine einfach vor sich hin arbeiten lasst. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.